um 25.000 Dollar Preisgeld, hat 2.000 Dollar und eine Reise sicher. Also es ist eine Menge drin für beide Teams. Wir schauen rein in den Split und sehen direkt Articuno. Diesmal pusht er frühzeitig rüber zum Erdwerk. Auf der anderen Seite ist es Taxby, der zum Main pusht. Oh, Blackjack wird da unterwegs abgefangen vom Pain Train von TCG. Das war's mit dem Push rüber. Und vielleicht sogar mit seinem Leben. Er kommt noch mal ein bisschen weg. Aber Sizer bleibt dran. Ja, aber er ist hier doch ziemlich gut weggekommen. Einmal über die ganze Map und alle Cooldowns raus dafür. Aber ja, immerhin lebt er noch. Im Winter haben wir hier Rom gegen Zeus, jetzt kommt hier Hellseth dazu und Rom wurde gemoert. Aber Sizer ist halt noch nicht da. Dafür ist Taxby hier draußen abgefangen worden und gestompt gleich. Rom kommt hier echt nochmal raus, trotz Moa. Also hier der Burst, so ein bisschen 55-Level von heute. Dafür haben wir jetzt Hellseth mit dem Decap-Versuch auf der Mine immerhin. Und es Ja, wird gut durchkommen. das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, da ist Tage noch eine ganze Ecke von weg. Articuno ist allerdings direkt mit dabei, also Hellseth wird sich hier wahrscheinlich wegbewegen müssen. Kann nicht wirklich fighten, oder? Er sollte es zumindest nicht auf Dauer. Macht's Ja, aber jetzt. vor Oh, da allem. ist Taxby Ah, auf dem Taxby Weg. kommt auch dazu. Also dann geht das Ganze wieder. Dafür haben wir auch Rom und Euphoria, die hier in die Richtung pushen und Zeus auf dem Weg einfach mal hier eine Downstate gebracht haben. Oh, der Vapor formt sich noch einmal davon, ist aber definitiv down. Die Mitte auch gecapped fürs rote Team. Die Punkte jetzt ausgeglichen. Ein Punkt Vorsprung tatsächlich fürs rote Team durch Tage die hier Caps kurz im und Downstate Stomps. auf der Mine, wurde aber mit der Standarte von Rom wieder hochgeholt. Frisst hier aber schon wieder sehr viel Schaden und er könnte hier gleich nochmal in den Downstate gehen. Na, der Fight hier läuft in Favor für 55 HP, kann man definitiv sagen. Auch Rom hat bereits ordentlich Damage gefressen. Also es sieht ja in der Main gerade so aus, als könnte TCG das Orange-Logo überrennen. Und dann kommt der Counterburst auf Sizer und plötzlich sieht alles wieder anders aus. Der da fast an Blutung gestorben wäre. Oh, Und bekommt einen Immobilize. auf den anderen Nodes haben wir hier jeweils einfach die 1v1s in der Mitte Articuno gegen Zeus und drüben auf der Henge Denji gegen Quoth. Jeweils die 1v1s auf gecapten Nodes und jetzt haben wir Hellseth hier mit dem Engage auf die Mitte und vielleicht kriegt der Articuno diesmal ein bisschen besser als vorher. Das heißt allerdings auch, dass sie das die Mine komplett aufgeben aus Sicht von TCG. Articuno hat den ersten Damage ganz gut überstanden. Er hat in 6 Sekunden auch theoretisch die Water Attunement wieder ready. Aber der Decap auf die Mitte. Und jetzt haben wir Sizer hier rüber bei der Henge. Und er hängt hier an Denji dran, der einiges an Damage nimmt. Jetzt hier mit Slick Shoes noch Sizer nochmal von sich weggekriegt hat und sich hier gut hochrecken kann. Ja, Und und probiert er drüben direkt wieder haben zu wir engagen. Articuno im Downstate, der hier aber hochgerissen wird. Und letzte Sekunde Shadow Refuge. Das war auch knapp. Und wir haben den nächsten Decap und Cap hier von Hellseth auf der Mine. Ja, das war wieder ein kleiner Abtausch, die Mitte für die Main. Allerdings TCG gerade mit einem Double Cap und das bringt sie wieder in eine etwas bessere Position hier. Also Orange Logo verliert vor allem immer den eigenen Close Point. Und vor allem auf Forest auch noch. Wir haben jetzt Euphoria hier auf dem Weg rüber zu Henge, um Denji hier etwas zu helfen gegen Quoth. Also zu zweit sollten sie Quoth hier halbwegs schnell wegkriegen. Dafür haben wir jetzt in der Mitte Sizer-Wette mit dem Decap. Ja, das sieht gut aus. Der Decap sollte durchkommen. Da kommt Rom ein bisschen zu spät. Tage hinten dran ebenfalls. Und so bleibt es bei dem Double Cap von TCG, weil irgendwie aber auch niemand wirklich die Main unter Kontrolle bekommt, da aus Sicht von Orange Logo. Obwohl Articuno hier beide, Hellseth und Sizer, gerade gut beschäftigt hat. Vielleicht jetzt mit dem Versuch hier durchzupushen mit einem Ride the Lightning. Aber das ist fehlgeschlagen und jetzt tatsächlich der Counterburst vom Pain Train. Und das sieht nicht gut aus für Articuno. Der müsste hier in den Downset gehen. In der Mitte haben wir dafür Taxby rausgestompt, also Zeus ist hier alleine. Oh, doppeltes Und Shadow Refuge. drüben auf dem auf der Henge wurde Quoth gestompt. Okay, Mitte jetzt auf jeden Fall in den Händen von Orange Logo und dann haben wir den Double Cap jetzt für die rote Seite. Zeus ist aus dem Weg geräumt, da ist niemand in der Lage, gerade schnell genug gegen zu oder entgegenzulaufen. Eutheria und Articuno allerdings hier im Downstate werden hier doppelt und dreifach von AOE aus dem Leben befördert.
Und das bietet jetzt für TCG eine Möglichkeit, auf die Mitte oder auch auf Fahrt zu engagen. Je nachdem, wo es ihnen gerade eigentlich beliebt. Die Überzahlsituation haben sie sicher. Und Tage soll das erste Opfer werden. Ja, aber die Lebenspunkte von Tage wollten hier nicht wirklich weit nach unten shoppen. Ich meine, okay, er hat sein Heal benutzt. Aber er hat sich hier doch sehr gut erstmal gerettet. Er hat jetzt nochmal ganz entspannt viel mit Fokus durchbekommen. Er hat gerade sein Moor irgendwo draufgehauen. So viel Federvieh habe ich aber nicht durch die Gegend laufen sehen. Habe ich das verpasst oder war das daneben? Nee, das war wahlweise gedodged oder tatsächlich sogar in den Block von Tage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, den Invul, der ja auch gerade sein Ulti hatte. Jetzt haben wir hier den Engage rüber auf Hench. Helsef ist jetzt da, um ja, Tech-Speed zu resten wahrscheinlich, der hier im Downset liegt. Euphoria hat auch einiges an Damage genommen und Tech-Speed wurde hier echt rausgedamaged. Ja, Hess hat jetzt selber mit Problemen, hatte halt gerade nochmal seine Unverwundbarkeits-Ability an, außerhalb davon liegt halt nicht mehr viel. Eutheria wird nochmal hochgerest, um die Ecke wartet dann ein toter Hellseth und Sizer könnte sich, wenn er Pech hat, gleich sogar noch dazugesellen. Ja, wobei er zieht sich jetzt, glaube ich, ganz geschickt an der Seite raus. Eutheria jetzt on the hunt, möchte da eigentlich den Dieb nicht gehen lassen. Das ist könnte noch spannend werden zwischen den beiden. Reingesprungen und ich weiß nicht, ob der Base hier so wahnsinnig viel Sinn macht. Euphoria ziemlich low hier und oh, Quoth kommt noch dazu. Quoth dabei. Aber er überlebt bisher ganz gut. Jetzt kommt noch mal ein schönes Updraft von Articuno mit dazu, der sich jetzt auch darum kümmert, dass sein Dieb definitiv am Leben bleibt. Und so wird der Chase hier gerade nicht bestraft, dank dem Einsatz vom Elementalist. Ja, und der Kampf hier eigentlich komplett. Oh, ein Portal? Und, ja, schon wieder in den Spawn. Hesse hat immer sein Portal in den Spawn. Das könnte Zulk jetzt aber auch hier wieder das Leben retten, ja. Vapor formt sich durch und kann sich jetzt gleich schön entspannt im Spawn wieder hochressen. Das bedeutet aber auch, dass bis dahin der Cap hier unten auf dem Erdwerk durch ist und wir ganz kurz davor sind, einen Wechsel in der Führung zu erleben. Das erste Mal vielleicht fürs rote Team, es sei denn, da kommt ein schneller Decap, danach sieht's aber gerade nicht aus. Ja, also da wird sich gestealth. Nix. Ja, Sizer und Hellseth pushen hier rüber zu Hench, wo Rom steht. Aber Hellseth ohne Moor und bisher waren die Bursts auf Rom immer nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und Rom muss auch gar nicht lange halten, eigentlich um die 5 Punkte, selbst wenn er hier stirbt, wieder wettzumachen. Das alleine würde ja schon genügen. Jetzt wird aber von beiden Teams viel Richtung Erdwerk verschoben. Rom mit Problem. Wir haben Tech-Speed draußen erwischt und auch gleich gestompt. Und jetzt kommt hier eigentlich alles von TCG rüber. Aber dadurch, dass Tech-Speed halt schon rausgestompt wurde, ist es immer noch ein 4 gegen 4. Hellseth hier im Downstate. Wow. Ja, und das sollte den Kampf hier eigentlich schon fast entschieden haben am Erdwerk, am Close Point. Ja, wir haben drüben auch noch Articuno mit dem Decap auf der Mine. Und wird das jetzt ein 3-Cap für Orange Logo? Sizer bluescreened angeblich, okay. Ja, dementsprechend ja, ist das Match definitiv vorüber. Habt ihr das gesehen? Das rote Team hat sich einen Eroberungspunkt geholt. Ja, und Hellseth callt auch das Game, sagt einfach, ist vorbei, ist egal, nächstes. Und wir hatten übrigens den Bluescreen von Sizer. Ah ja, hattest du ja gesagt. Hat gesagt, ja, Sizer Bluescreen. Ja. Danke. Sizer danke, dass du mir zuhörst, Mo. Wenigstens in deinem Hinterkopf hat sich irgendwas von. Er hat Bluescreen gesagt. Er hat auch irgendwas von Bluescreen. Das sind Mo's Gedankengänge. Also kann das doch eigentlich gar nicht stimmen, weil das stimmt ja. Ja, das ist. Das sind deine Gedankengänge. Ich komm schon damit klar, Mo. Ich komm ja, schon damit klar. Als ob ich Gedankengänge hätte. Wir werden wohl eine kurze Pause haben, bis Sizer wieder da ist. Hat einer von uns beiden zwischendurch in Favor für 55 HP gesagt? Ich habe mal 55 gesagt, aber das war ein Vergleich mit den Bursts. Das war ein Vergleich, ja. Die Bursts sitzen ungefähr so gut wie bei 55. Das hat nichts mit dem Team an sich zu tun. Vielleicht habe ich allerdings aufgrund dessen irgendwo 55 mit reingewurstet in meinem Satz. Gut, das möglich, kann durchaus, das kann durchaus passiert sein. Ich nicht zu, also kann ich dazu nichts sagen. Ausgezeichnet. Und ja, boah, was erwartest du? Also von daher. Vorfeier jetzt. Gerade eben sehr dominant von Orange Logo. Machen sie das Ganze jetzt nochmal, ist die Frage. Ich glaube ja, vor allem wenn Sizer nicht mehr kommt.
und Helseth weiter damit beschäftigt ist, über Lex rumzuheulen, dann. Ja, ich denke schon, dass sie das machen werden. Okay, also was haben wir jetzt? Also Helseth hat scheinbar Probleme mit dem Internet, Sizer hat scheinbar Probleme mit dem Internet, Taxby hat scheinbar Probleme mit dem Internet. So wie ich Blackjack kenne, hat er Probleme mit dem Internet. Das ist, aber er meckert nicht so viel. Das, Ja, er das gewinnt muss ja man ihm gerade. zugutehalten. Ja, er gewinnt jetzt gerade, deswegen meckert er nicht. Aber auch so habe ich manchmal einfach das Gefühl, dass das, ja, gewisse andere Leute mehr meckern über das Internet als der Er ist es halt Durchschnittsspieler. mittlerweile eh schon gewohnt. Ja, das stimmt. Gut, jetzt gibt es noch ein paar Diskussionen hier. Wir warten also darauf, dass tatsächlich die Teams sich wieder sortieren, beziehungsweise im Speziellen sich TCG Also wieder anscheinend sortiert. hast du echt gesagt in favor für 55. Ja, Also wie dann ist gesagt, Moa keine schuld. Ahnung, ob er das gesagt hat. Ich höre ihm ja eh nicht zu. Ja, wie gesagt, ich habe mich da von Moas, die spielen wie 55, anstecken lassen und dann passiert das halt manchmal im Kopf. Ah, Dann. bestimmt hast du es vor mir gesagt und du behauptest jetzt nur, dass ich schuld bin. Natürlich, ich muss dir die Schuld zuschieben. Na dann. Ja, wie Corki schon sagt, wer WLAN benutzt im PvP ist selber schuld. Dem Ja, würde ich wobei Sizer tatsächlich mit seinem zustimmen. Bluescreen, ich behaupte jetzt mal, Bluescreen hat sehr wenig mit WLAN zu tun. Ja, gut, das stimmt. Aber das war halt auch schon wieder an einem Punkt, an dem eigentlich schon wieder viel entschieden war für. Noch nicht alles, definitiv aber viel in Richtung Orange Logo. Ja. Auf jeden Fall, auch wenn jetzt die Seas und so etwas natürlich sehr nervig sind, aber Orange Logo schon ziemlich am Aufdrehen jetzt nochmal hier im Finale. Ja, generell, ja, auch in dem vorherigen Match schon, haben sich auf Niflheim ein bisschen unterbuttern lassen, aber die beiden Matches danach recht souverän runtergespielt. Jetzt auch sogar Niflheim ganz gut gewonnen oder ganz sicher gespielt. Jetzt trennt sie theoretisch nur noch ein einziges Match von der Teilnahme an der World Tournament Series. Dann werden Tage und Denshi und Rom tatsächlich sagen, sie haben sich richtig entschieden. Nach dem ersten Match zwischen den beiden Teams haben wir noch anderes vermutet. Ja. Und das wäre dann das erste Live-Band ohne Helseth, bei dem Helseth nicht vorher die Teilnahme verboten wurde. Hackst gerne darauf rum, oder? Ach, es bietet sich doch an. Es bietet. Ja. Ja. Willst du die Geschichte eigentlich mal erzählen, wenn du sie schon anspielst, was damals Ah passiert ja, ist? es gibt ja noch Leute, die sowas gar nicht wissen. Also damals, das war vor einem Jahr? Leute, nee, vor 2? Vor zwei ist es, also in PAX Ist vor schon zwei 2 Jahren. her? Es war Sicher? 2013, PAX 2013, Ja, ja. 2013 bei der PAX East. Nee, PAX Prime im August. PAX Prime, also daneben sozusagen, gab Kurz es. nach der Gamescom. Kurz nach der Gamescom gab es von ArenaNet ein Event, da wurde auch das Rework von Tecatl vorgestellt. Und dazu gab es ein Invitational-Turnier, aus dem halt jeweils ein Team aus Amerika und Europa gegeneinander gespielt hatten. Ja, Und damals, man muss ja sagen, da war ja auch schon Big Drama drumherum allgemein. Mit Paradigm, damals aber auch noch mit Paradigm, Car Crash und TCG ja. halt drei super starke Teams. Ja, und Paradigm hatte dann den Qualifier gewonnen, aber durfte nicht mitmachen, weil XF nicht aus Europa kam und also da gab es einen Riesendrama, da wurden sie disqualifiziert deswegen und Carcrash durfte hin. Und noch davor ist passiert, dass TCG die Teilnahme am Qualifier verboten wurde, weil Helseth als Antwort auf irgendeinen komplett bescheuerten Kommentar in seinem Stream gesagt hatte, ich nehme einfach eine AK-47 mit und dann regeln wir das mit dem Death schon oder so ähnlich. Nee, Und dann wurde. es ging um Balance. Es ging um Ja, verkackte Balance. Und dann hat er halt gesagt, ich nehme eine AK-47, ja. unterhalte mich mal mit den Devs und dann regeln wir die Balance. Ja. Ja. Und ja, das hat Arena nicht ganz so lustig gefunden und dann wurde ihm
Die offizielle Begründung war ja, glaube ich, sogar, dass wenn ArenaNet sie ihn jetzt eingeflogen hätte und er hätte wirklich sich mit einer AK-47 da auf den Weg gemacht, dass sie eine Teilschuld als Firma getroffen hätte, weil sie eben im Vorfeld bereits wussten, dass er es angekündigt hat. Und das ist natürlich ein Risiko, das niemand tragen will. Ja. Ich glaube, viel mehr brauchen wir dazu eigentlich auch nicht mehr sagen. Also, Hesset hat schon so manche komische Aktionen gemacht. Sehr beliebt gemacht bei seinem Team. Oh ja. Ich meine, wie viel waren es? 15.000 oder so? 10.000. 10.000? Ja. 10.000 Dollar waren es damals, ja. 10.000. 7.500 für einen Erstplatzierten, und 2.500 für einen Zweitplatzierten. Richtig. Ja, und da hat ja EU gegen NA gespielt und damals war es ja tatsächlich noch so, EU und NA lagen Welten auseinander, ja. Ich meine, wir haben unseren Zweitplatzierten hingeschickt, weil Paradigm ja aufgrund der Europa-Restriktionen schon nicht spielen konnte. Schon damals gab es das Drama, das wir heute immer mal wieder erleben. Und ja, EU hat mit dem Zweitplatzierten das NA-Team... Konntest du zu der Zeit dir halt eine... Pack aus Europa nehmen, die halbwegs gut spielen konnte, also Leute, die halt halbwegs gut spielen konnten, hast du dir eine Pack zusammengebaut, hast sie nach Amerika gebracht und du konntest gegen die Top-Teams da spielen, weil das halt einfach auch lauter Solo-Spieler waren, die mehr Ego als Teamwork hatten. Ja, das ändert sich so langsam. So langsam. Sie haben jetzt mit Abtürt ihr erstes richtiges Team eigentlich und das ist halt gleich richtig, richtig stark. Ja, man muss halt sagen, die Lücke zwischen Abtürt und dem Rest ist halt gigantisch. Warum? Weil der Rest sich immer wieder splittet, neu zusammenfindet, splittet, neu zusammenfindet. Der eine zieht sein eigenes Ding durch, dann hast du drei gute Solospieler, die aber im Team überhaupt nicht harmonieren und dann wird das Team halt wieder aufgelöst und so weiter. Und Abjurt ist tatsächlich das einzige Team, das mal länger als irgendwie 2,5 Monate zusammengespielt hat und dementsprechend gut ist es auch. Vor allem hat es ja auch ein Ex-EUler mindestens mit Phantom. Ja, und vor allem Abtürt ist auch eines der ersten Teams für Amerika, die wirklich als Team spielen und mit Teamwork und nicht darauf aus sind, halt immer selber einfach, dass jeder Einzelne versucht, möglichst krasse Plays zu machen. Ja, und das Konzept funktioniert ganz gut. Wer hätte das gedacht, ja, bei einem Teamspiel auf Teamwork zu setzen, funktioniert. Und wirklich, der Unterschied zwischen Abjurt und dem Rest von NA, also wirklich, du gehst in einen Go4-Cup und du weißt, der erste Platz steht fest, die Frage ist nur, wer darf im Turnier verlieren, im Finale verlieren. Das ist die Einstellung auf NA, wirklich. Von den Go4-Cups wurden alle Go4s und ich glaube alle monatlich mit Ausnahme von, also zwei Einzelcups, glaube ich, hat Abjurt abgegeben und ganz am Anfang als Abjurt gesplittet war. Wegen der World Tournament Series. Da wurden ein paar an Absurd abgegeben. Dazu muss man aber wissen, dass das Team von drei Ex-Mitspielern von Absurd gegründet wurde. Darum auch Absurd. Und das dementsprechend auf einem ähnlichen Niveau gespielt hat. Aber seit dieser Splittung, wo sie halt ein paar Spiele abgegeben haben, ist Absurd einfach nur noch dominant in ihrer Region. Ganz anders natürlich EU. Wir haben hier drei Teams, die, glaube ich, konstant auf hohem Niveau spielen und immer mal wieder Teams, die so ein bisschen durchblicken lassen, was möglich ist. Siehe zum Beispiel Insert Guild Name hier, die überraschend einen Go4-Cup gewonnen haben. Siehe, das sind meistens diese französischen Teams, Purple Smokers, die zwischendurch gezeigt haben, was in ihnen steckt. Gerade die Franzosen haben so ein paar Packgruppen, die echt gefährlich werden können. Gerade die Franzosen, die doch eigentlich sonst nicht so bekannt sind, wie toll sie im Spiel sind. Ja, aber Drazé ist ein guter Mesmer. Ja, in der Tat. Karsab ist auch ein guter Elo. Eternia ist auch nicht schlecht. Wir haben schon gute Spieler. Aber so insgesamt, das Vorurteil ist doch so ein ganz klein bisschen anders. Ja, vielleicht sollten wir mal Länderteams tatsächlich aufstellen in so einem EU-weiten Cup. Deutschland gegen Frankreich gegen, weiß ich nicht, was haben wir sonst? Schweden. Schweden könnte sicherlich auch. Deutschland ist auch halbwegs gut dabei. Ja, absolut, wir haben auch tolle Spieler. Aber ich gebe mal ein französisches Team, ein deutsches Team und ein schwedisches Team kriegen wir sicherlich zusammen. Spanisches kriegt man bestimmt auch noch auf die Stelle. Ja. Die Frage ist, ob die was reißen. Aber ich fänd's schön, die Idee tatsächlich mal so ein kleines Länderturnier zu machen irgendwie. Ja, lustig wäre es auf jeden Fall. Best of... Organisier da mal was. Ich muss mal gucken, was man da machen kann. Wen hätten wir denn für so ein... Die Reichweite von Guildness dafür ist, ein internationales Länderturnier auf die Reihe zu stellen.
Erstens ist es nur ein europäisches Länderturnier und zweitens hat das nichts mit Gate News zu tun. Ich denke mal, wenn wir. Europa ist international. Ja, aber wenn wir halt, weiß ich nicht, Jabro und Co. dazu ins Boot holen und Grouch, dann wird das eine ganz schnelle Nummer. Okay. Na dann, haben wir ja was zu tun. Haben wir was zu tun. Wen würdest du denn in so ein deutsches All-Star-Team stecken? Also auf jeden Fall Issei. Dann nicht Asani. Und. Nicht Asani finde ich gut, ja. Levin kann man auf jeden Fall dazu holen. Blackjack? Vielleicht Mobi. Blackjack könnte man dazu holen. Auf jeden Fall. Wir haben viele Elementarmagier. Oder eben mögliche Elementarmagier. Ja, Levin kann man ja auf Deep setzen. Wen nimmt man als letztes? Da findet man auch noch wen. Gibt ja, genug. Ja. Gibt genug, das stimmt. Machen wir ein 1v1-Tournament davor und suchen uns den letzten. Was haben wir denn für Schweden? Wir haben theoretisch Denji, Hellseth, nee, Hellseth war Däne, ne? Rom war Schwede, Nein, Denji war, Hellseth nee, war nicht, auch, war auch der Schwede, hat ne? auch die tolle Ikea-Flagge. Ja, okay, also haben wir ja schon mal drei Schweden. Denji, Hellseth, Rom. Da werden wir auch noch zwei weitere finden. Ja, ja. Also ich wüsste schon mal noch einen. Wen denn? Ah nee, das war Norwegen. Ach egal, da findet man schon Leute. Dann nehmen wir ein skandinavisches Team, das funktioniert schon. Skandinavisches Team, ja, im Notfall. Hellseth wird oder so, die werden schon noch irgendwelche Norweger kennen. Ja, Schweden. Das stimmt schon. Ist ja auch egal. Hey, wir haben es geschafft, tatsächlich die gesamte Downtime rumzuquatschen. Ich hätte in der Zeit, glaube ich, auch Videos spielen können. Aber gut. Was? Woher weißt du, dass ich das gleiche Mikrofon habe, das du auch hast? Und außerdem, bevor du das so toll lobst, unterhalte ich mal mit Chronic drüber. Ich meine, ich darf jetzt keine Mikros dissen, aber. Ich lob mein Mikrofon nicht. So, meinst du, du durfte sich schon so einiges drüber anhören von Chronic, was er für ein scheiß Mikro hat. Nein, ich habe halt nur einen leichten Kabelbruch. Das heißt, wenn ich da mit der Hand gegenhaue, bin ich im TS gemutet, bis ich das TS neu starte. Aber solange ich da nicht mit der Hand gegenhaue und das leichte Grundrauschen über Spiele mit Musik oder Guild Wars 2 Soundtracks oder überhaupt der Guild Wars 2 Ingame Musik und sowas, hört man das nicht. Also es ist okay für den normalen Lebensgebrauch, würde ich sagen. Ja, Domi mit seinem super Samsung, ich zahle was weiß ich wie viel Geld, Mike, ja, okay. Aber ich bin mit meinem soweit ganz zufrieden. So, der Kampf beginnt bald, ihr habt es im Hintergrund gehört, endlich. Muss man ja fast schon sagen. Es hat sich ein bisschen in die Länge gezogen. Die Viewer sind ganz schön gedroppt. Vielleicht kriegen wir jetzt noch mal ein bisschen Hype hier im Chat für das große Finale. Match Nummer 2, V-Fire Orange Logo auf der roten Seite. Kann es jetzt schon klar machen. TCG auf der blauen möchte das natürlich verhindern. Vom Split her sehen wir ein 1-2-2 auf der einen und ein 1-1-3 auf der anderen Seite. Das heißt, die wird gleich ganz aggressiv auf Quo eröffnet. Und ein Denji wird wahrscheinlich auch ein paar Probleme bekommen gegen 2. Zieht er sich da direkt zurück gegen 2? Ja, zieht er sich direkt zurück. Ist auch die sichere Entscheidung. Bevor er hier einfach auch noch die 5 Punkte für den Stomp abgibt, Hellseth hätte ja sein Moa und alles mögliche. Und der Supply Crack könnte auch auf den Kopf kriegen. Auf der anderen Seite sieht sich jetzt Sizer raus und Grove steht hier jetzt alleine auf dem Wasserfall. Vielleicht sollte da Euphoria nicht ganz so schnell wegziehen, um hier die Punkte vielleicht erstmal sicher zu machen, aber okay. Und jetzt haben wir hier den großen Kampf in der Mitte erstmal, der auch erstmal sehr langsam abtastend hier anfängt. Wir haben jetzt den ersten Burst auf Articuno, aber das hält er auch noch sehr gut. Ja, der erste Burst war auch nicht so wirklich gut platziert. Sizer fehlte dabei auch noch so ein bisschen. Und dann gab es auch wiederum ein bisschen Counter-Damage auf Hellseth. Aber bisher noch alles sehr, sehr ausgeglichen. Jetzt vielleicht Sizer ein bisschen im Bedrängnis hier, aber nutzt schön Line of Sight, um dem nächsten Damage von Tage zu entgehen. Beide Close Points sind jetzt gecapped, jeweils für das gegnerische Team. Es steht 15-25, also leichte Führung hier für TCG, die sie ausbauen wollen mit einem Downstate auf Eutheria, der nicht ganz durchgekommen ist. Das heißt, er bleibt dran? Nein, jetzt doch, er bleibt dran. Er will Eutheria haben und Eutheria will ja, den. Ja, er sollte auch dran bleiben, sonst gibt es hier den Decap und Eutheria geht hier zurück zur Mitte. Oh, und fast in den Downstairs gegangen von der Cluster von Sizer. Aber hier dann doch noch Tage da und das sollte Eutheria hier doch halbwegs sicher. Ja, Tex, wir hatten einen schönen Immobilizer auf den Deep gelandet, der nur so eben
aus der ganzen Situation wieder rausgekommen ist. Hellseth jetzt ganz aggressiv hier mit dem Versuch, auf den Wasserfall zu kommen. Articuno ist hinten an ihm dran, lässt nur ein Portal hier stehen und baut damit natürlich schon indirekt Druck auf. Das heißt, er kann jederzeit mit einem Portal zurückkommen und einfach ein Decap landen. Und dadurch muss Articuno immer ein Auge auf den Wasserfall haben. Und ja, das alleine Und reicht Sizer schon. hat tatsächlich Euphoria bis in die Base zurückgejagt, aber jetzt gab es hier den Reset und jetzt sind hier wieder alle in der Mitte. Und ja, wenn Tex wieder kommt, sind sogar wirklich alle in der Mitte. Hier ist 5 gegen 5. Der Damage zuerst hier etwas auf Hellsift, der sich mit dem Portal rauszieht und hier anscheinend den Decap auf Decap dem haben Wasserfall will. kriegen wird. Komplett uncontested. Oh, Das könnte sogar Eutheria ein Full-Cap down. werden. Das war allerdings eine Instant-Battle-Res-Aktion hier, um den Dieb wieder nach oben zu holen. Kriegt er da tatsächlich den Full-Cap gegen Articuno? Ja, schöner Knockback. Und das reicht. Ja, Das tatsächlich. reicht. Tatsächlich. Knapp. Aber. Ja, und Effektiv. dann zwischendurch sogar auch noch das Downstate in der Mitte, da war ja auf Deperia, während Hellseth gar nicht mehr da war. Also waren sie eigentlich in einer Outnumbered-Situation und haben trotzdem den Downstate da rausgekriegt. Sei es jetzt hier etwas Low Health, zieht sich hier zurück Richtung Wasserfall und gerade gar keinen Punkt im Kampf für Orange Logo. Ja, und tatsächlich zwei dafür für TCG. Und die bringen auch noch Eutheria down. Also gerade läuft hier alles in Favor für das blaue Team, die scheinbar jetzt das Ganze umdrehen wollen. Vorhin Niflhel gewonnen und dann plötzlich wurde Fallfire und Kylo überrannt vom roten Team. Jetzt vom blauen Team ja tatsächlich da, nämlich Orange Logo. Taxi war hier kurz im Downset, ist aber sofort an Euphoria Und geht gerallied, wieder aber down. jetzt wieder in den Downset und wird hier von Tage rausgestoppt. Und jetzt könnte hier, jetzt muss hier was passieren in Richtung Wasserfall. Wir sehen, Articuno ist auf dem Punkt. Zeug kommt nicht ganz drauf und der Decap ist durch. Wichtiger Decap, aber jetzt muss halt mehr folgen. Ein Cap und zwar ganz, ganz schnell. Und wir sehen hier mit Rom mit dem Decap auf Quarry. Was hat Quarry da gemacht? Ich weiß Ist nicht, eigentlich war einfach er an ihm an dran, ihm oder? vorbeigelaufen. Ja, ich hab. Rom hat ihn sogar noch angegriffen. Und in der Und die Mitte Mitte hier gecapped. Hellseth, ja, ist gecapped. Hellseth hier im Downstate. Was sehe ich das richtig, Wolf dass. hat hier drüben jetzt ziemlich Probleme gegen Rom und Euphoria und könnte hier gleich down gehen und es würde dann hier den Cap auf Quarry geben. Und dann ist Wasserfall hier das letzte, was hier irgendwie für TCG sprechen könnte, wo sie jetzt hier im 3 gegen 2 gegen Articuno und Tage sind. Ja, die Frage ist halt, ob die beiden das hier wirklich Und wir halten wollen haben, von Orange hatten Logo. wir. Disconnect von Headset. Nein, da war es nur tot und es hat ewig gedauert, bis er wieder angezeigt wurde hier in der Übersicht für mich jedenfalls. Okay, er Na, sagt DC. er sagt DC, ja, hat Text Okay, und gerade auch schon Electri auch geschrieben. gerade. Okay, es sieht nicht gut aus für Hellseth. Ja, er kommt dann nicht. Hat er echt Probleme? Oh ja. Oh ja, das sind deutliche Ja, und es gibt einen Restart. Restart. Okay, Restart. Ja, es geht um zu viel. Das sieht lustig aus, was Hellseth 4 macht. Die Frage ist halt, ob das jetzt im nächsten Game besser wird. Ja, warum kann er die Base nicht verlassen? Das frage ich Bis mich. dahin ist er ja auch gekommen. Und Blackjack hier mit Ja, Blackjack ist bisschen natürlich damit Protest. nicht glücklich. Vor allem jetzt, wo sie halt die Advantage haben. Aber ich denke, es ist okay, hier einen Restart zu geben. Und die Diskussionen gehen wieder los. Ich liebe das, ja. Also hier gönnt sich, weil gut, es geht um viel. Das muss man ja auch sagen. Und hier gönnt sich halt keiner dem anderen irgendwas. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass da teilweise Ex-Teammitglieder gegeneinander spielen. Wobei man sagen muss, zu dem Zeitpunkt, als Hellseth angefangen hat, hier jetzt die großen Lecks zu haben, war gerade Orange Logo Am am Drücke, Gewinnen, ja, ja. definitiv. Aber restarten vor Feier. Und ja, können gleich nochmal das ganze Spiel hier von vorne treiben, ein bisschen. Nochmal über die Splits reden, nochmal gucken, was sich hier ergibt in der ganzen Situation. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass auch ohne Disconnects Orange Logo langsam aber sicher die Oberhand behält. Auch wenn der Opener nicht immer gut gelingt. Sie kämpfen sich halt später im Verlauf des Spiels, so im Midgame, wieder zurück. Und Ja. das nicht zum ersten Mal.
Ja, wir haben jetzt hier Hellcef wieder am Neustarten, also von daher gibt es hier wieder eine kurze Verzögerung. Aber dann sollte das hier auch halbwegs schnell wieder losgehen. Wollen wir sie überquatschen oder soll ich einfach nochmal Stronghold spielen? Ich weiß Was nicht, rahmen wir hier? haben vorhin schon so viel diskutiert. Wir zeigen halt einfach nochmal Stronghold, meine Güte. Na, zeigen wir euch noch einmal Stronghold. Was soll man machen? Und wenn es dann immer noch zu lange dauert, kannst du ja noch ein paar Lieder singen. Ja, wir haben ja auch noch Werbung. Ich hänge mal hinten dran noch die Werbung von Corsair. Warum nicht? So, da sind wir wieder, nachdem wir nochmal kurz den Trailer und die Uiuiui. Werbung durchgedrückt haben. Es fehlt jetzt tatsächlich nur noch Hellcep. Der Rest ist schon wieder in der Position, um hier weiterzumachen. Ich will noch mal überlegen, wer Zap ist in unserer Arena. Weißt du das? Stimmt, irgendwer. Irgendwer. Irgendwer klingt gut, ja. Schauen wir mal den Accountnamen an. Ich kenne Zap Du nämlich wirst bei mir jetzt nicht. etwas dunkel, wenn das Licht vom Bildschirm nicht mehr so krass ist. Ja, jetzt ist er der dunkle Moor. Passt ja, Black Moor mit deinem Charakter. Kelaris. Ach, Kelaris, echt? Ah, der hängt hier rum. Interessant, interessant. Ja, ansonsten haben wir Jabro und Chronic aus dem englischen Cast und Audio und Waffle aus dem französischen, sowie uns zwei Nasen. Aus dem Deutschen, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Falls es euch nicht aufgefallen ist, ihr seid hier im deutschen Cast zum Europäischen World Tournament Series Qualifier. Und theoretisch sind wir im letzten Match. Wir wissen noch nicht, wie lange sich das letzte Match tatsächlich noch hinauszögert heute. Wir werden es sehen, also allzu viele Restarts werden es wohl nicht mehr werden. Also ich würde mal sagen, so etwa Ja, maximal eine halbe Stunde Spielzeit. Wie viel Wartezeit wir haben werden, ist allerdings wieder was anderes. Weil das natürlich, ist. wenn ich jetzt plötzlich die Lags auf Seiten von Cheese Modes nimmt, ich mag gar nicht wissen, wie der Chat aussieht, wenn Crouch dann plötzlich sagt, nee, wir resetten. Ja, das ist natürlich die Gefahr. Gibt man dem einen Team die Option zu resetten, wollen die anderen das auch haben. Und irgendwann, und ich unterstelle hier wirklich beiden Teams nichts, aber irgendwann kommt sicherlich mal die Situation, wo man auch nachfragen muss, kommen Disconnects dann, weil der Punktestand schlechter wird. Auch das ist ja immer eine Option. Ich traue es eigentlich keinem von ihnen zu. Aber passiert ist sowas in der Vergangenheit auch schon in ESL Weekly Cups. Aber immerhin scheinen bisher alle so schlau zu sein, falls sie Disconnects vortäuschen, tatsächlich auch aus dem Teamspeak zu gehen. Das ist noch nicht jedem gelungen. Das waren aber auch Genies, ey. Weißt du noch, wer es war? War es nicht das WTF war es doch, oder? Ja, genau. Ja. Sogar noch mit anderen Leuten im Teamspeak. Kein Bock mehr, ich Ja, will. Lass mal richtig. restarten. Lass mal restarten. Ja, dann haben gerade Ja. auch einen Restart bekommen. Dann nehmen wir uns auch einen.
disconnecten dann nach 4 Minuten und bleiben im Teamspeak. Ja, das ist nicht so intelligent. Gut. Das ist so ganz klein ein bisschen aufgefallen. Hellseth ist zurück. Es steht noch immer 1-0 für Orange Logo. Und ja, irgendwann gleich wird's losgehen. Haben wir noch irgendwelche Überraschungen, irgendwelche Builds? Also scheinbar scheint Frelina sich jetzt auf Eutheria, also dem Dieb, ganz wohl zu fühlen. Es läuft seitdem, glaube ich, auch tatsächlich besser, oder? Ja, mit Dieb haben sie halt um einiges bessere Optionen, hier was gegen Hellseth zu machen. Ja, das ist definitiv ein Vorteil. Oh, und das Spiel startet sogar. Ja, Tage immer noch auf seinem Hammer Guardian. Also es hat sich nichts geändert. Es steht immer noch 1-0 für Orange Logo auf der roten Seite. TCG möchte nicht, dass sie zur Tournament Series nach Boston fahren. Und sie probieren es jetzt zu verhindern, hier auf Fourfire. Vom Split her öffnen sie wieder ganz anders. Diesmal mit drei Leuten zum eigenen Close. Und die beiden Elementalists dürfen auf die Mitte und den Fahr. Das heißt, wir haben gleich ein langweiliges One-on-One. Und ein 3 gegen 1 in der Mitte und ein 1 gegen 3 oben am Wasserfall. Und Articuno hat hier gleich wieder dasselbe, was er auf Forest vorher hatte. Er steht hier plötzlich in einer ganzen Menge Leute drin und sollte sich hier mal schleunigst aus dem Staub machen. Hat das Fire Greatsword noch in der Hand, kann es aber nicht nutzen. Und droppt hier den Downset ebenso, aber Zulk in der Mitte, down rom direkt mit dem Stomp. Der Cap, wird das was? Nein, Sizer sollte eigentlich schnell genug sein. Hier die Cap zu verhindern, schöner Immobilize, aber der portet sich auf den Punkt. Und wieder und weiter. Und dann ist der Cap hier durch. Die Mitte ist gecapped tatsächlich. Aber es wird durchgepusht von Sizer hier runter auf den Corey. Der ist aber auch schon gecapped. Double Cap Orange Logo beim Opener. Jetzt ist Eutheria down. Quoth ganz, ganz kurz davor. Denji mit dem Rest hier auf Eutheria. Und Tage ist auch noch da. Ja, das Taxby hier dazukommt und Zuik hilft auch nicht mehr so viel. Also Quoth wird hier down gehen. Da ist kein Hellseth mit dem Portal in die eigene Base, weil der ist am anderen Ende der Map. Hier im 1v1 gegen Articuno beim Wasserfall. Und das sieht tatsächlich nach einem bärenstarken Opener für Orange Logo aus, die jetzt schon 50-22 führen und das mit einem Double Cap. Also jetzt ticken die Punkte richtig, richtig gut hier fürs rote Team. Den D-Cap hier unten lassen sie auch nicht zu. Tatsächlich zerlegen sie hier gerade sogar noch ein bisschen Taxby. Also das sieht sehr gut aus fürs rote Team. Ja, also der Restart hat für DCG nicht so wahnsinnig viel gebracht, so wie es gerade aussieht. Jetzt wird hier sogar aggressiv auf den Close Point engaged von Eutheria und wer ist da noch mit dabei? Ist das Articuno? Ja, das ist Articuno, der es hier probiert. Helsen hat sich jetzt rausgezogen, geht damit Eutheria aber sofort einmal hinten dran und Articuno kommt einfach mit. Dafür haben wir drüben auf dem Quarry jetzt Tage im Downstate. Oh, das Portal von Hesseth ist draußen. Ja, was ist da unten passiert? Oh ja, Tage down, also ein bisschen aufbäumen. Aus wir der haben Sicht jetzt gleich von TCG. Double Cap für TCG hier. Ja, und da ist der Double Cap durch. Na, die Mitte allerdings steht souverän. Jetzt muss was auf die Außenpunkte kommen. Sie haben natürlich die Chance, in beide Richtungen zu rotieren. Denji da in Problem, gerade gegen drei Leute. Geht in den Downset. Articuno und Eutheria setzen zu einem Rest an dem Shadow Refuge. Und das hat funktioniert, aber es kam trotzdem viel Cleave Damage hier auf das gesamte Team. Sie ziehen sich erstmal wieder Richtung Mitte zurück, ehe sie tatsächlich auf einen anderen Punkt eröffnen. Ja, wir haben Eutheria hier hinten bei der blauen Base, ein bisschen wurde von Sizer rausgejagt. Und in der Mitte haben wir Denji wieder im Downstate. Und Mo auf Articuno. Moa auf Articuno. Ja, und da wird Denji wahrscheinlich fallen gelassen. Tage kümmert sich darum, eher die Gegner so ein bisschen zu CC'en, damit Articuno ohne viel Lebenspunkteverlust aus der Sache rausgeht. Und jetzt fehlt natürlich Denji in dem Gesamtfight. Und TCG macht jetzt genau das, was eigentlich gerade passiert ist. Erst führte TCG, dann hat Orange Logo umgedreht. Jetzt scheint es genau andersrum zu laufen und TCG kurz vor der Führung. Ja, und wir sehen hier keinerlei Engage von Orange Logo auf irgendeiner der Side-Nodes, die auch beide sehr gut verteidigt werden hier von TCG. Ja, wobei der Wasserfall vielleicht eher wir sehen eroberbar. Jetzt Denji auf Quarry, aber da ist halt auch schon Taxby. Ja, auf der anderen Seite wird jetzt auch auf die Außen-Node engaged, also alle drei Punkte gleich contested. Rom hier Denji gegen Quoth im 1-1. Da stehen und er mag das hier gegen Taxby nicht das 1-1 eingehen, aber Taxby zieht ihn da zurück und dann geht er halt doch auf die Node. Eutheria kommt jetzt dazu, um zu helfen. Genauso ja. Sizer. Ja, und plötzlich wünscht sich Taxby vielleicht, dass er ihn nicht zurückgezogen hätte, wer weiß, ja. Wenn das ja, gleich nach hinten jetzt losgeht. Da, jetzt das Supply Crate von Denji auf die Node geschmissen. Oh, Sizer down? Im Downstate.
Jetzt ist die Frage, wer rest oder wer stompt, beziehungsweise wird er einfach nur gedamaged. Das sieht aktuell nach Damage aus und der Damage reicht, aber es kommt, aber es sind halt immer noch Tagsby und Zoinks. Es ist immer noch ein 2 gegen 2, Ja, selbst und wenn Sizer Denji down und geht. Gefyria beide sehr low, also vielleicht müssen sie hier disengagen. Drüben auf der anderen Seite haben wir Rom gegen Quoth. Das sieht bisher sehr gut für Quoth aus. Und sehe ich dann Frostbogen von Quoth oder sah das nur so aus? Das habe ich vorhin schon mal vermutet, da habe ich mich auch Ne, es sieht nur getäuscht. so Nein, aus. es sieht nur so aus. Also ich dachte eigentlich gerade, dass ich das gesehen habe, das war Ich aber glaube, das ist die der Daze Focus-Ability. vom Fokus, Ja, war das genau. wahrscheinlich. Ja, Ja, und und jetzt jetzt haben wir dreht Rom Sizer hier mit auf. dem Engage hier dazu und dann könnte Rom hier Ja, aber etwas Probleme Yutheria kriegen. genauso. Also beide Diebe gleichzeitig hier angekommen an dem Punkt. Schönes 4-Me, wobei da auch sehr schnell Stunbreaker gezogen wurden. Auf allen Seiten Jetzt eigentlich. kommt ja auch noch Helseth, Tage dazu drüben. Und unten auf dem Quarry hatten wir das 1v1 Denji gegen Zeug und Denji zieht sich jetzt hier zur Mitte Aber man zurück, muss um einfach erstens mal zu sagen, stehen. TCG führt gerade mit 40 Punkten. Also sie haben tatsächlich den Opener ganz gut weggesteckt und einfach ihrerseits jetzt das Ganze umgedreht. Helseth kurz vorm Downstate hatte noch einmal Verzerrung ab. Jetzt ist er down. Da wird ein Supply Crate auf ihm platziert. Ist das ein positives? Ich Ich kann glaube, es, das es lässt sich sollte so das schlecht. von Ja, es ist Tagsby das sein. Positive, ja. Aber Aber Tagsby Tagsby jetzt droppt hier dafür. auch im Downstate. Und wenn sie jetzt hier verlieren, dann kann das Ganze sich ganz schnell wieder umdrehen. Quoth jetzt auch noch im Downstate. Drei Leute hier down. Von der Node runtergehauen, Quoth. Und ja, okay, er kommt hier nochmal mit der Mistform drauf. Wird jetzt rausgesommen. Tagsby immer noch am Ausbluten. Und jetzt sehen wir gleich den Engage rüber Richtung Quarry Ja, von Denji. das ist das Ding. Genauso wie es halt in die Richtung für TCG gesnowballt ist, kann es ganz, ganz schnell auch wieder gegen TCG snowballen. Der Der Decap Sizer ist hier ist aber nochmal auf die nicht Node durch. gekommen, um den Decap zu verhindern. Da steht ja Denji gegen Sizer und Zeus. Ob das so gut ist, ist. Ja, vor allem, weil jetzt auch noch Helseth dazu kommt. Also den Cap sollten sie ja jetzt einfach ja mal Cap sein lassen und lieber ihre zwei Oh, verteidigen. da ist ein Und Portal von Sizer Helse. haben wir hier am Gate. Das ist schon halb weggehauen. Also hier wird schon mal ein Lord Rush vorbereitet für nachher. Echt, Zeiss ist am Gate? Oh ja, stimmt, der ist da wirklich. Das ist jetzt ganz down sogar. Also der Lord Rush für Oh, und TCG. Tagsby geht auch Wird das gleich ein rein. Solo? Wird das ein Solo-Lord von Tagsby? Das haben wir schon einmal bisher gesehen. Und das wäre natürlich eine Und der kleine Decap von Sensation. Helseth drüben auf dem Wasserfall. So, jetzt probiert's Tagsby. Er pullt tatsächlich alles, was er kriegen kann hier Ja, außen. und jetzt pullt er jetzt Jetzt hier wird's. hinten in die Ecke, wo er dann alles gut hier einfach weg-AOEen kann. Aber Yutheria ist Yutheria auf und dem Tage Weg. sind auf dem Weg zurück. Jetzt das Projektilblockfeld, was seinen Damage doch stoppt, und da liegt Tagsby auch sofort. Vielleicht kann er noch mal einmal an einen Soldaten rein. Nein, gerade so nicht. Und somit ist es hier auch erledigt. Jetzt die Frage, was tut sich oben am Wasserfall? Die ganze Aktion hat zumindest viel Aufmerksamkeit erregt und zwei Leute hier auch zurückgezogen. Drei sogar von Orange Logo zwischenzeitlich. Ganz umsonst war es wahrscheinlich nicht. Der Decap oben auf dem Wasserfall tickt noch. Da haben wir das One-on-One jetzt zwischen Quoth und Rom, das sehr, sehr ausgeglichen eigentlich meistens läuft. Also sehr, sehr selten, ohne dass sich jemand einmischt, einen Sieger da festzustellen. Die Mitte ist sicher gekappt fürs eine Team unten am Quarry. Und da geht gerade noch die Action. Ja, und hier kommt es auch noch Tagsby dazu und das ist dann eine Ein-Mann-Vorteil hier für TCG. Dafür haben wir Helseth in der Mitte im Downstate. Was hat er da gemacht? gestorben. Ja, aber was wollte er da machen? Leute töten. Nächste Frage. Und wir haben hier wieder den Push auf den Lord von TCG, aber sie Habt sind ihr das noch gesehen? nicht Das auf rote 350 Team hat sich Punkten, einen auch wenn Eroberungspunkt das bald geholt. soweit Bald so sein sein wird. könnte. Ja, und Oh, das jetzt hat könnte der Quoth genau aufgeben drüben. von der Zeit. Das könnte genau aufgeben, wenn sie den Lord Rush jetzt hier durchbekommen. Es sind aber nur Taxby und Sizer hier, oder? Und Tagsby wieder im Downstate. Und Sizer zieht sich hier jetzt auch wieder raus. Wir Was werden von probieren Yutheria sie? den Decap sehen, während Das drüben ist Rom dumm. das Gate öffnet. Sorry, dass ich das gerade Es einfach so könnte sein, raussage, ja, es könnte aber sein, dass sie sie gerade waren einfach jetzt das Game komplett aufgegeben haben, obwohl sie eigentlich eigentlich ganz in gut Führung Möglichkeit lagen. hatten. Ja, sie hatten halt alle Positionen, das Und mit jetzt einem Rom hier mit dem zu Solo Lord kaputte zu Versuch, spielen. was hier auf jeden Fall Quoth zurückziehen wird. Was ist das für ein Game, wo die ganzen Solo-Lord-Versuche gemacht werden? Das wird hier im Leben nichts, mein Und lieber jetzt Rom. hier Helseth und Sizer sind hier. Jetzt kommt hier wieder der Lord Versuch von TCG mit Helseth, der hier das Oh, da ist ein Portal jetzt Portal. aufgemacht hat.
Der kommt da durch, der kommt alles durch. Und die Furia drüben jetzt auch noch auf dem Weg zum Lord. Oh Gott, das wird noch ein Showdown am Lord. Das hätten beide Teams eigentlich nicht nötig gehabt. Vier Leute von TCG sind jetzt hier um den roten Lord. Der Lord auf Hälfte Lebenspunkte. Ich bleib beim roten, ich bleib beim roten. Ich bin beim blauen. Er hat sich seinen Heal durchgekriegt. Hälfte Lebenspunkte. 30%. Ah, 10. Ja, das sind noch 50%. 10. Und da ist er down. Oh. Und somit nimmt Orange Logo das hier mit dem dritten Solo-Lord-Anfang, also Solo- oder Zweimann-Lord-Anfang in diesem Spiel. Der erste für Orange Logo aber, nachdem TCG mit zwei irgendwie sehr fragwürdigen